Deutsche Welle. Kalenderblatt. 10. Mai 1933. Bücherverbrennung der Nationalsozialisten. Übergebt alles Undeutsche dem Feuer! Ich übergebe dem Feuer die Schriften von Karl Marx und Kautsky! Berlin, 10. Mai 1933. Wie hier in der Reichshauptstadt, so lodern an diesem Tag an vielen Orten in Deutschland die Scheiterhaufen. In erster Linie ereignet sich das in den Universitätsstädten. Rücksichtslos wird die deutsche Literatur von allem gesäubert, wie es damals hieß, was den neuen Herren nicht genehm war. Hunderttausende von Büchern werden im Rahmen dieser Aktion, die sich über mehrere Wochen hinzieht, verbrannt. Ich übergebe dem Feuer die Schriften von Heinrich Mann, Ernst Gläser, Erich Kästner. Der Nazi-Dichter Hans Joost hat für diese Art der Auseinandersetzung eine einleuchtende Begründung zur Hand. Eine Umwälzung vom geschichtlichen Ausmaß der nationalsozialistischen Revolution durfte und konnte nicht Halt machen vor den Tischen, an denen gedichtet und geschrieben wird. Ich übergebe dem Feuer die Schriften des Emil Ludwig Kohn, des Werner Hegemann. Die Veranstalter sehen in der Bücherverbrennung einen symbolischen Akt. So wie man in der Vorzeit dem Feuer eine reinigende, krankheitsaustreibende Wirkung zusprach, so sollen in den Flammen die geistigen Grundlagen der verhassten Weimarer Republik vernichtet werden. Damit soll zum Ausdruck kommen, dass, wie Goebbels wieder einmal schreit, in Deutschland die Nation sich innerlich und äußerlich gereinigt hat. Ich übergebe dem Feuer die Schriften des Erich Maria Remarque. Gegen die Bücherverbrennung regt sich in Deutschland kaum nennenswerter Widerstand. Buchhändler und Verleger reagieren opportunistisch. Vom gebildeten Bürgertum wird sie in Verkennung ihres wahren Charakters und in Verkennung der politischen Lage zum Teil als studentischer Bierulk aufgenommen. Auch im Ausland ist man eher amüsiert über diesen, wie man meint, Ausdruck studentischen Übereifers. Zu den wenigen Schriftstellern, die die Situation nicht verkennen und dies auch öffentlich zum Ausdruck bringen, gehört Thomas Mann, der Literaturnobelpreisträger des Jahres 1929. Schon 1933 emigriert Mann in die Schweiz, bevor er 1939 in die USA auswandert. Als ihm die Philosophische Fakultät der Universität Bonn die Ehrendoktorwürde aberkennt, reagiert Thomas Mann mit einem Brief an den Dekan eben dieser Fakultät, in dem es unter anderem heißt: In diesen 4 Jahren eines Exils, das freiwillig zu nennen wohl eine Beschönigung wäre, da ich in Deutschland verblieben oder dorthin zurückgekehrt wahrscheinlich nicht mehr am Leben wäre, hat die sonderbare Schicksalsirrtümlichkeit meiner Lage nie aufgehört, mir Gedanken zu machen. Ich habe es mir nicht träumen lassen, dass ich meine höheren Tage als Emigrant, zu Hause enteignet und verfemt, in tief notwendigem Protest verbringen würde. Auch die noble Ricarda Huch scheidet freiwillig aus der Preußischen Akademie der Künste aus. In einem Brief an den damaligen Präsidenten der Akademie schreibt sie am 9. April 1933: Was die jetzige Regierung als nationale Gesinnung vorschreibt, ist nicht mein Deutschtum. Die Zentralisierung, der Zwang, die brutalen Methoden, die Diffamierung Andersdenkender, das prahlerische Selbstlob halte ich für undeutsch und unheilvoll. Hiermit erkläre ich meinen Austritt aus der Akademie. Genau 2 Monate bevor Ricarda Huch diesen Brief schrieb, hat sich ein Verbrecher im Berliner Sportpalast auf die folgende Weise seinen Landsleuten als Regierungschef empfohlen: Deutsches Volk, gib uns 4 Jahre! Und ich schwöre dir, so wie wir und so wie ich in dieses Amt eintrat, so will ich dann gehen. Offensichtlich verstanden nur wenige die Zeichen der Zeit. Die Bücherverbrennung am 10. Mai 1933 war eines dieser sicheren Zeichen.